Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir uns mal ein Auto an, das wohl jeder kennen wird. Wenn ich jetzt VW Bulli sage, dann hast du bestimmt sofort ein Bild im Kopf, stimmt's? Ja. Und dieser Bulli hier, der heißt T6.1. Großes Fragezeichen, was will uns der Dichter damit sagen? Okay, es ist immer noch das bekannte T6-Modell. Allerdings ist das, was die Ingenieure an diesem Auto geändert haben, weit mehr als ein Facelift. Klar, bei dieser Typenbezeichnung hat man sich ein wenig an der Bezeichnung von Software-Updates orientiert. Und das ist auch passend. Warum? Das erzähle ich dir später. Lass uns wie immer erstmal unser Testauto von außen anschauen. Gegenüber dem bisherigen Bulli kommt die Front markanter daher. Das Auto wirkt breiter und tiefer auf der Fahrbahn liegend. Das haben die Designer mit flacheren Scheinwerfern, vielen Rippen im Kühlergrill und zusätzlichen Chromleisten erreicht. Auch der vordere Stoßfänger ist neu und erinnert so ein bisschen an den T-Roc. Wenn wir mal ein bisschen weiter gehen und neben dem Fahrzeug stehen, dann wirkt der wirklich wie eine Schrankwand. Das hat zwar nichts mit der Optik zu tun, aber der neue T6.1 hat nun serienmäßig einen Seitenwindassistent an Bord. Und wer mit einem Bulli schon mal im Sturm, im gestreckten Galopp unterwegs war, der wird sich sowas sehnlichst gewünscht haben. Wie gewohnt hat der Bulli natürlich auch eine riesen Heckklappe und die geht per Knopfdruck auf und natürlich auch wieder zu. Das ist zum einen recht lässig, zum anderen musst du nicht gegen die riesige Luftmasse ankämpfen, die du mit dieser Heckklappe zur Seite drücken müsstest. Das macht die Elektronik viel besser und natürlich auch viel bequemer. So, genug von außen geschaut. Ich will jetzt endlich losfahren. Bleibt nur die Frage, wo steigen wir denn ein? Klar, wir könnten ganz normal durch die vordere Tür einsteigen. Aber es ist ja ein Bulli. Ein Multivan Edition, um ganz genau zu sein. Und der hat zwei seitliche Schiebetüren. Das finde ich besonders klasse, denn so musst du in engen Parklücken nicht immer aufpassen, dass du mit der Fahrertür nirgendwo aneckst. Also, Schiebetür auf. Auch die Einstiegsöffnung ist natürlich wesentlich größer, aber Vorsicht, Stufe. So, rein, hinsetzen und Tür wieder zu. Willkommen in der Welt des Multivan. Dieses Auto hier hat im hinteren Fahrgastraum zwei Einzelsitze und eine Sitzbank für drei. Das Tolle ist, die Sitze und die Sitzbank lassen sich stufenlos verschieben. Also wenn du nur mit der Familie oder Freunden unterwegs bist, einfach alles so weit wie möglich zurückschieben und du hast viel mehr Platz als in der Business Class der Lufthansa. Musst du ordentlich Fracht mitnehmen, schiebst du die Sitze und die Rücksitzbank einfach nach vorne und der Kofferraum wird entsprechend groß. So, jetzt geht's auf den Fahrersitz und das ist beim Multivan echt cool. Du kannst einfach zwischen den beiden Vordersitzen hergehen, Armlehne hochklappen und zack, sitzt du vorne. Ja, ich bräuchte ganz ehrlich diese Fahrertür überhaupt nicht. Und wenn ich schon mal hier vorne sitze, dann, du kannst es dir denken, Schlüssel umgedreht und die Zeitmaschine nimmt ihre Fahrt auf. Bis gleich. Kuckuck, da bin ich wieder. 691,7 Kilometer bin ich in der Zwischenzeit gefahren und der VW T6.1 ist ein souveräner Begleiter gewesen. Dieser Testwagen wird von der Top-Motorisierung mit 199 PS angetrieben und der 2 Liter Diesel sorgt selbst bei diesem doch recht großen Auto für eine Menge Vortrieb. Was mir gefallen hat, ist, dass er auch bei höherem Tempo recht leise bleibt. Also zum einen der Motor und zum anderen aber auch diese typischen Windgeräusche, die sich bei großen Vans kaum vermeiden lassen, hörst du kaum. Da zeigt sich auch, warum der Bulli nicht der billigste ist. Der Testverbrauch von 8,7 Liter ist weniger, als ich anfangs gedacht habe. Immerhin ist der Bulli ein Riesenauto mit einem CW-Wert wie das Detmolder Schloss. Dank seiner fast 200 PS in Kombination mit dem perfekt und geschmeidig schaltenden Doppelkupplungsgetriebe machen auch Überholmanöver zu einer recht relaxten Geschichte. Wenn du übrigens noch nie in einem Bulli gefahren bist, ist die Sitzposition auf den ersten Kilometern erstmal gewöhnungsbedürftig. Du sitzt höher als in jedem SUV. Dazu steht das Lenkrad auch relativ steil. In diesem Punkt kann der Bulli nicht verleugnen, dass er ein Nutzfahrzeug ist. Muss aber auch nicht, denn man gewöhnt sich recht schnell daran. Der Überblick ist dank seiner großen Fenster und der großen Spiegel super und trotz seiner Außenmaße ist der Bulli übersichtlicher als manch ein Kleinwagen. So, warum passt jetzt T6.1, was wie ein Software-Update klingt, so gut zu diesem Auto? Ganz einfach, weil er eine ganze Armada von elektronischen Systemen an Bord hat, die es im bisherigen T6 nicht gab. Mit dem neuen Modell ist eine elektromechanische Lenkung an Bord. Und zusammen mit dieser gibt es nun die Möglichkeit, neue Assistenten wie dem Lane Assist, der dich in der Fahrspur hält, dem Park Assist, der den Bulli lässig in Parklücken zirkelt,
dem Ausparkassistenten, der souverän den Anker schmeißt, wenn du rückwärts aus einer Parklücke fährst und ein Auto vorbeifährt, das du nicht gesehen hast. Aber auch darüber hinaus ist der aktuelle Bulli viel digitaler geworden. Das kannst du schon am Cockpit erkennen. Es gibt keine typischen Instrumente mehr. Nun schaust du auf ein digitales Cockpit, das du dir so kombinieren kannst, wie du es brauchst. Dazu gibt es Infotainment-Systeme, neuester Stand. Da ist der Bulli jetzt echt ganz PKW. Per App lassen sich Daten auslesen und auch gewisse Funktionen steuern. Und im Armaturenbrett versteckt ist eine SIM-Karte verbaut, die sorgt dafür, dass das Fahrzeug stets online ist. Ich habe mich während der 691,7 Kilometer echt wohlgefühlt. Und egal, wer mit mir gefahren ist, der war meist überrascht, wie komfortabel und luxuriös es im Multivan Edition zugeht. Auch sein Fahrverhalten ist weniger wie das eines Nutzfahrzeugs. Da macht er echt auf große Limousine. Kommen wir zur beliebten Rubrik Was stört dich? Schwierig, weil der Bulli ist ein sehr ausgereiftes Auto, da findet sich eigentlich nichts, was nervt oder worüber man sich ärgert. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass wenn du mit Fernlicht unterwegs bist, dass da der Fern- und der Nahbereich durch einen schmalen Schatten getrennt sind. Das hat mich ein bisschen irritiert, ist jetzt aber kein echtes Drama. Aber ich habe zumindest was für diese Rubrik gefunden. So, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum meckert er denn nicht über die Preise? Okay, der neue Multivan ist mit Sicherheit kein Schnapper. Der schon recht gut ausgestattete Family geht bei rund 37.000 Euro los. Wenn du dich jetzt in der Aufpreisliste aber ordentlich austobst, dann kommst du auch in die Region einer gebrauchten Wohnung, also zumindest auf dem Land. Ähnlich wie diese ist der Bulli aber seit Generationen eine echte Wertanlage. Selbst für gut ausgestattete und gepflegte T5 werden heute noch stattliche Preise bezahlt. Außerdem ist der Multivan ein echtes Understatement-Auto. Er ist der Alleskönner-Bulli-Format. Auf Wunsch klettert er mit Allradantrieb über steile und rutschige Waldwege, auf denen manch ein SUV schon aufgibt. Dabei gibt er sich im Innenraum immer noch wie die Luxuslimousine. Tja, kommen wir zum Schluss mal wie immer zur Frage, für wen ist dieses Auto geeignet? Gar nicht so leicht. Natürlich ist er nicht ohne Grund seit Jahrzehnten der Wunschtraum vieler Familien mit Kindern. Viel Platz, sicher und echt robust. Aber auch als Geschäftswagen macht der Multivan eine gute Figur. Egal, ob du dich fahren lässt und hinten in Ruhe arbeitest oder ob du selbst das Steuer übernimmst. Lange Strecken sind genau sein Metier. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein großes SUV zuzulegen, der sollte sich aber auch mal den Multivan anschauen. Du hast ebenfalls den Vorteil der höheren Sitzposition, viel Platz, deutlich mehr Variabilität und das Auto ist eine echte Geldanlage. Da ja SUVs im Moment gerne mit Kritik überhäuft werden, ist der Bulli auch da eine echte Alternative, denn er hat ein tadelloses Image. Ich glaube, wenn du damit zu einer Fridays for Future Demo fährst, würde dir das niemand krumm nehmen, wo du dann mit Sicherheit mit einem kleinen City-SUV sofort der Doof wärst. Also, er ist ein echter Allrounder, von dem VW-Nutzfahrzeuge sagt, dass es für jeden Anspruch eine Lösung gibt. Deshalb mein Tipp, bilde dir deine eigene Meinung und schau dir den T6.1 mal genau an. In den Shownotes findest du einige Infos, die dir dabei helfen sollten. Ja, und das war's für heute. Wie immer natürlich noch der Hinweis, damit du immer up to date bleibst, abonniere uns einfach. Das geht wirklich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.